So, liebe Leute, die Spoiler zu One Piece Kapitel 1065 sind draußen und es geht direkt weiter. Oda rastet aus. Wir kriegen die wahre Stärke der Seraphim demonstriert an Sanji. Wir kriegen wirklich krasse neue Informationen über das antike Königreich, Leute. Das verlorene Jahrhundert. Darüber gibt's Infos. Und Dragon telefoniert immer noch mit Vegapunk. Und ich sag's euch, es liegt ein Hauch von Enel in der Luft. Deswegen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Erst einmal vorweg, nächste Woche keine Pause, es geht direkt weiter und das Chapter 1065 trägt den Titel 6 Vegapunks, also 6 Vegapunks, Color Spread zu Film Red nochmal und es geht los, wir sehen ein Seraphim Jinbei, Leute, ein Jinbei, wahrscheinlich noch als Kind im Seraphim-Look, Leute, mit Flügeln, dunkler Haut, weißen Haaren und da bestätigt sich die Theorie bzw. der Gedanke, den wir hatten, dass alle, die jemals vielleicht sogar einer der 7 Samurai waren, dass die jetzt als Seraphim geklont werden von der Weltregierung und somit könnten auch Charaktere wie zum Beispiel Law sogar als Seraphim auftauchen oder Blackbeard, denn die waren auch ein Teil der 7 Samurai und es könnte sein, dass die Weltregierung da auch die DNA hat. Da ist eh die Frage, von welchen Charakteren haben sie noch Seraphims erschaffen? Theoretisch hat die Weltregierung den Zugriff auf so krasse Leute und deren DNA wie Akainu, Garp, aber sie hätten ja auch schon von irgendwelchen Kaisern oder so DNA nehmen können, deswegen ich bin maximal gespannt, aber dieser Seraphim Jinbei hier, der attackiert die Gruppe von Nami, Sanji und wir sehen auch, wie Robin, Franky, Lysop und Nami ihn angreifen, aber er nimmt keinen Schaden, Leute, und das ist wirklich verheerend. Dass die Strohhüte an einem Seraphim Jinbei schon scheitern. Und jetzt kommt's und da müssen die Sanji-Fans sich jetzt wirklich mal die Ohren zuhalten. Es tut mir leid, aber Sanji kommt halt an und will es auch versuchen gegen den Seraphim Jinbei und tritt gegen ihn mit einem normalen Tritt und bricht sich sein Bein. Leute, also das steht hier wirklich so in den Spoilern. Er hat sich sein Bein gebrochen. Wie gegen Vergo damals. Was Sanji immer noch nachhängt. Nach dem Timeskip einfach gegen Vergo. Sich fast das Bein gebrochen, weil sein Haki halt so krass war. Und jetzt hier das nächste Mal gegen Seraphim Jinbei. Tritt er einmal gegen und bricht sich das Bein an. Und da steht auch, dass Sanji echt schweren Schaden davon getragen hat. Er hat hier nicht seine blauen Flammen benutzt. Das steht hier auch noch in den Spoilern. Das war einfach nur ein ganz normaler Kick, den er angewendet hat. Aber trotzdem ist es nicht gut ausgegangen für Sanji. Und dieser Seraphim Jinbei greift dann auch Sanji an. Und es sieht schon schlecht aus für die ganze Gruppe. Gegen diesen einen Seraphim Jinbei, Leute. Da kriege ich fast schon Angst, wenn dann noch mehrere kommen. Also da könnte ich rückwärts aus der Hose fallen. Wenn so einer schon die halbe Strohpiratenbande vernichtet. Also wirklich. Es mussten dann 3 neue Vegapunks zur Hilfe kommen und Sanji retten. 2 von diesen neuen Vegapunks, die aufgetaucht sind, sind Roboter. Einer ist ein großer Roboter, der wohl viel isst oder so. Und das sind Addison und Pythagoras. Also wie gesagt, die Namen hat oder hier für die Vegapunks die einzelnen 6 von aus unserer Welt historisch krassen Personen. So, und wir kriegen hier Informationen. Ich weiß nicht, ob das die Informationen sind, die zum Beispiel jetzt gerade ausgetauscht werden mit Dragon am Telefon per Teleschnecke. Aber es heißt hier, dass Vegapunk viel über das antike Königreich kennt. Okay, das hätten wir uns auch gedacht irgendwo, aber das steht hier nochmal so. Also das antike Königreich spielt eine große Rolle in den Chapter und das Chapter soll auch sehr, sehr gut sein. So, und jetzt kommt eine Information, da schlackern mir die Ohren. Vegapunk meint, dass er nicht die komplette Geschichte von dem antiken Königreich kennt, von dem verlorenen Jahrhundert sozusagen. Aber er sagt selber, dass Egghead Island, diese futuristische Überinsel, die wir ja gerade sehen, dass Egghead weniger futuristisch bzw. weniger technologisch ausgestattet ist, als das antike Königreich war. Das antike Königreich war futuristisch, war wohl richtig krass, was diese Technologien anging wahrscheinlich. Verglichen jetzt mit der heutigen Zeit, war das antike Königreich wissenschaftlich Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht sogar voraus. Also wenn jetzt Egghead nicht mal so weit vorangeschritten ist wie das verlorene Königreich, wie krass ist das bitte schön? Weil das ist schon seit 800 Jahren den Erdboden gleich gemacht. Und das war vor 800 Jahren noch weiter als Egghead? Also wie krass waren die? Und ich sage, das sind die, die vom Mond gekommen sind, hundertprozentig. Mit den kleinen Robotern, die Enel auf dem Mond gefunden hat. Das ist das, was hier jetzt reingebaut wird. Ich bin mir fast schon sicher. Und deswegen liegt auch die Prise Enel in der Luft. Denn am Ende des Chapters findet Ruffy mit seiner Gruppe, mit Bonnie, Chopper und Jinbei, einen antiken, beziehungsweise mehrere antike Roboter. Und wenn das diese Roboter sind, aus der Enel-Cover-Story, beziehungsweise allgemein diese antiken Roboter, kann ja sein, dass die auch ein bisschen größer sind oder dass der ein bisschen größer ist, den Ruffy da findet jetzt. Leute, das ist zu krass. Ich glaube wirklich, dass das antike Königreich damals das Bürgerkönigreich war, vielleicht sogar, welches auf dem Mond gelebt hat, mit diesen Robotern, mit dieser Technologie, mit diesem ganzen Kram, dann runtergekommen ist auf diesem Planeten, wegen Ressourcenknappheit, genau wie es in Enel-Cover-Story auch heißt. So, und wir sehen halt Shaka, also sprich die 01 Vegapunk und Dragon immer noch telefonieren per Teleschnecke und es steht hier, wir hören die gesamte Konversation, das steht hier in den Spoilern, aber was in der Konversation jetzt wirklich Teil ist, das steht hier nicht und deswegen sehr schade. Ich glaube aber, dass es vielleicht sogar um das antike Königreich, um diese ganze Geschichte geht, dass es in dem Gespräch von Dragon und Shaka ist. Wie krass, Leute, wie krass ist das, dass das verlorene Königreich schon so futuristisch
realistisch war, beziehungsweise solche Technologien hatte. Und dann wurde es einfach ausgelöscht. Ich glaube, auch die antiken Waffen müssen dann ja auch aus dem verlorenen Königreich kommen irgendwie. Da bin ich mir fast schon sicher. Zu 100% eigentlich. Und ich sag's euch, Leute. Viele wollen es gar nicht für wahr haben, aber ich sage, Enel wird hier in diesem Arc noch eine Rolle haben. Und zwar gar nicht mehr so lange. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Ich glaube, dass vielleicht sogar die antiken Roboter, die Ruffy jetzt gerade hier als Cliffhanger am Ende des Kapitels findet, dass die vielleicht sogar irgendwie als Aufhänger wieder benutzt werden für Enel. Also es ist ja erstmal die Frage, wie sehen diese aus? Wenn das wirklich antike Roboter sind, die Ruffy da findet, dann sind das nicht welche, die Vegapunk halt vor ein paar Jahren gebaut hat oder vor 10 Jahren. Wenn die antik sind, dann sind das wirklich so uralt Dinger. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Vegapunk hier die ein oder andere Technologie noch aus dem verlorenen Königreich vielleicht sogar hat und dass diese Roboter halt ein Teil davon sind. Ich glaube auch, dass die Roboter von Enel genau zu der gleichen Gattung Roboter gehören. Aber das mit Sanji ist halt wirklich sehr, sehr traurig, dass Sanji hier so auf den Deckel kriegt von Oda wieder. Also Sanji wurde hier maximal lächerlich gemacht. Mit ihm wurde der Boden gewischt. Man kann echt gar nicht mehr auf Sanji jetzt setzen, dass er sozusagen von Nami, Robin, Frankie, Lysop dann noch der ist, der sozusagen zur Rettung kommt, aber dann gegen einen Seraphim Jinbei verkackt, Leute. Und es gibt ja noch Seraphim Mihawks und so, die, glaube ich, krasser sind als so ein Jinbei-Seraphim. Also ich glaube nicht, dass die alle gleich stark sind. Ich glaube, dass es da auch nochmal kleine Unterschiede gibt. Und so ein kleiner Mihawk mit diesem Schwert, mit diesem Slash und alles, wenn der erstmal älter wird noch, dieser Seraphim, vielleicht kann der ja auch schneller altern irgendwie mit Technologie oder so, da hätte ja Sanji überhaupt keine Chance. Also ich frage mich halt, warum er sein Bein gebrochen hat. So anscheinend an der Haut, heißt es hier. Dass die Haut wohl so hart sein soll. Also da frage ich mich wirklich, sind es doch Cyborgs? Sind es doch Roboter? Gar nicht aus Fleisch und Blut, weil die so eine harte Haut haben? Oder ist das so ein Seraphim, so eine Seraphim-Eigenart jetzt? Beziehungsweise eine Lunaria-Eigenart? Aber das haben wir ja auch gar nicht so richtig erkannt jetzt bei King oder so, dass seine Haut so hart ist. Haben die vielleicht unter der Haut so eine Seesteinschicht oder irgendeine so eine harte Metallschicht oder sowas aus einem bestimmten Metall? Das ist halt die Frage. Sind die aus Fleisch und Blut? Sind die wirklich künstlich erschaffen oder sind das halt irgendwelche Cyborgs? Warum bricht sich Sanji das Bein? Einfach an der Haut so, das verstehe ich nicht. Und auch gerade die 3 neuen Vegapunks, denn ist es jetzt eigentlich so weit, dass wir alle Vegapunks kennen. Wir kennen Lilith, Atlas, wir kennen Shaka und wir kennen die 3 neuen. Edison, Pythagoras und York, der wohl irgendwie so ein Fressack sein soll, der alles in sich reinschlingt. Und von diesen 3 sind halt diese 2 irgendwie Roboter. Edison und Pythagoras sind Roboter, die auch als Vegapunk betitelt sind. Also die sind auch Vegapunks und das finde ich halt so krass. Und der Kopf, die 01, Shaka, telefoniert halt mit Dragon. Das steht hier so in den Spoilern und das waren auch erstmal die Spoiler. Deswegen, jetzt natürlich interessant, wie das Ganze weitergeht. Die einzelnen Gruppierungen treffen auf einzelne Vegapunks. Ruffy mit seiner Gruppierung ist jetzt auf diese antiken Roboter gestoßen. Da bin ich gespannt, ob jetzt vielleicht die 01 oder sowas auf Ruffy trifft. Das wäre irgendwie passend. Oder ob Ruffy, weil er so trottelig ist, irgendwie diese antiken Roboter aktiviert oder sowas. Die brauchen halt Strom. Ist halt die Frage, sind die aktiv oder nicht? Bei Enel war es so auf der Cover-Story, dass diese antiken Roboter, die dort auf dem Mond waren, alle geschlummert haben sozusagen und nur gewartet haben auf Elektrizität. Und Enel hatte halt mit seiner Frucht einmal reingeschossen und deswegen liefen die dann auch alle. Deswegen, jetzt bin ich maximal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Auch gerade über was Dragon mit Shaka, mit Vegapunk noch redet. So, letztes Mal haben sie über den Tod von Vegapunk geredet, dass er schon weiß, dass er stirbt und so. Und da bin ich halt gespannt jetzt. Vielleicht reden sie auch über Sabo, über die neue Erfindung, irgendwas. Also kann auch sein, dass diese Leute, die Spoiler hier schreiben, extra diese Sachen auslassen, weil sie meinten, das Chapter ist eine 11 von 10. Das ist geistesgestört krank, was da passiert. Und auch über Law und Blackbeard ist hier kein Wort in den Spoilern. Deswegen, ich bin maximal gespannt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das waren erstmal die Spoiler. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.